Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, ganz herzlich begrüßen wir ein ökumenisches Kirchenbeitragsteam, sich heute zum ersten Abendgebet auf der Lichtung. Wir beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zur Einstimmung singen wir das Lied Nummer 38, wir gehören zusammen. Liederheft Nummer 38, wir gehören zusammen. Und katholische Christen immer auf dem Kirchplatz vor der Neuenburger Kirche zum Friedensgebet. Wir wollen auch heute unsere Herzen weit machen und an die Menschen denken in der Ukraine, aber auch überall auf der Welt, die in Unfrieden und in Angst und Sorge leben. Es ist auch ein guter Anlass, hier auf der Landesgartenschau mit einem Friedensgebet zu beginnen. Es waren immerhin 1,7 Millionen, was der Kampfmittelbeseitigungsdienst gekostet hat, um dieses Gelände von Altlasten von zwei Weltkriegen zu reinigen. Es ist ein Gedenken und auch ein Zeichen von Hoffnung, dass irgendwann einmal auch da, wo Krieg war, wieder Leben, Blüte, Glück und Schönheit sein kann. Aber es ist eine Hoffnung, die für viele weit weg ist. Und so wollen wir jetzt einfach in einer Minute des Gedenkens an die Menschen denken, ja, die gerne
eine solche Natur, einen solchen Frieden erleben möchten, aber die von anderen daran gehindert werden. Gott, unsere Welt ist voll Hass und Terror, Krieg und Gewalt. Wir bitten dich, Herr, über Leben und Tod. Ergreif Partei für das Leben. Schmilz den Hass weg mit deiner Liebe. Vertreib die Gewalt. Mach die Welt zu einem Haus, in dem Friede und Liebe wohnen. Amen. Wir singen das Friedenslied, das als Einzelblatt in den meisten der Liederbücher drin liegt. Thank you.
in einem Buch im Alten Testament beim Propheten Micha stehen ein paar Sätze, die, finde ich, die Situation dieser Menschen, die in Unfrieden leben, sehr treffend beschreiben. Der Prophet Micha schreibt: Klagen muss ich und jammern, barfuß und nackt gehe ich umher. Ich erhebe ein Geheul wie die Schakale, ein Klagegeschrei wie die Strauße. Denn unheilbar ist die Wunde meines Volkes, sie reicht bis nach Juda, bis zum Tor meines Volkes, bis hin nach Jerusalem. Ist etwa das Haus Jakob verflucht? Hat der Herr die Geduld verloren? Sind das seine Taten? Sind seine Worte nicht voll Güte gegenüber dem, der geradeaus geht? Gestern noch war es mein Volk, jetzt steht es da als mein Feind. Friedlichen Menschen reißt ihr den Mantel herunter. Arglose Wanderer nehmt ihr gefangen, als wäre Krieg. Die Frauen meines Volkes vertreibt ihr aus ihrem behaglichen Heim. Ihren Kindern nehmt ihr für immer mein herrliches Land. Ihr sagt: Auf, fort mit euch. Hier ist für euch kein Ort der Ruhe mehr. Wir singen für uns und alle Menschen ein Lied der Hoffnung bei der Nummer 41, wo Menschen sich vergessen. Schlafen. Das habe ich gemerkt, sagt Gott. Ich wende mich wieder zurück. Wir stehen am offenen Fenster und schauen in den Nachthimmel. Ich habe gestern Abend noch Nachrichten geguckt, sage ich. Gott sagt nichts. Und über allem der gleiche Himmel, sage ich nach einer langen Weile. Und die Sterne, die über uns leuchten und nichts wissen von Krieg und Gewalt. Ich schaue kurz zu Gott herüber.
Gott schaut weiter hoch zu den Sternen. Und nichts hilft, sagt Gott schließlich mit Tränen in der Stimme. Es geschieht und es sind doch meine Kinder und ich kann sie nicht daran hindern. Gott weint. Und es sind so viele, weißt du, sagt Gott, als Gott widersprechen kann. Und ich kenne doch ihre Namen und ihre Träume. Und ich habe es nicht verhindern können. Das Sterben nicht und das Weiterleben müssen auch nicht. Aber du wirst sie doch bewahren, oder? Sage ich zögernd. Ja, sagt Gott und wischt sich die Tränen von den Wangen. Aber weißt du, wie schwer das liegt? All die Angst und all die Ausweglosigkeit und all die Schuld auch? Ich schweige. Der Wind fährt mit einem Stoß zum Fenster herein und ich wickle meine Strickjacke enger um mich. Komm, sagt Gott, du musst zurück ins Bett. Nein, sage ich, ich will lieber noch was bleiben. Hast du nicht zufällig ein Kerzchen dabei? Nicht zufällig, aber ja, habe ich, sagt Gott und fängt an, in dem Umhängebeutel zu kramen, auf dem in bunten Buchstaben keine Gewalt steht. Da, sagt Gott, zieht zwei etwas zerbeulte Teelichte heraus und drückt sie mir in die Hand. Moment, Feuer habe ich auch, sagt Gott, und holt nach kurzem weiteren Suchen eine Streichholzschachtel aus dem Beutel. Gott zündet ein Streichholz an und schirmt das Flämmchen behutsam ab. Ich halte eines der Teelichte daran, bis der Docht aufglimmt. Gott macht das Gleiche mit dem zweiten Teelicht und schüttelt das Streichholz dann kurz, bis es schnell ausgeht. Wir stehen nebeneinander, die kleinen Flämmchen in unseren Händen flackern im Nachtwind. Ich muss weiter, sagt Gott schließlich. Ich schließe sacht das Fenster und Gott stellt das Teelicht auf der Fensterbank ab. Ich vergesse sie nicht, okay, sagt Gott. Die Lichter oder die Menschen, frage ich. Beide, sagt Gott. Ach, wir möchten jetzt Lichter anzünden gegen das Vergessen und gegen die Gleichgültigkeit. Ich gebe jetzt einfach ein paar Stellen das Licht durch und bitte sie einfach, sich gegenseitig die Lichter anzuzünden. Und dazu singen wir das Lied Nummer 10.
nächstes sehen wir das Lied Nummer 25. Mach mich zum Kanal, der dein Leben in dürres Land leitet. Mach mich zum Höhenfeuer, das warnt vor den Gefahren, die dem Leben drohen. Mach mich zu einem willigen Werkzeug, das du brauchst für den Frieden und Gerechtigkeit. Alles, was uns beschäftigt, unser Vertrauen, unsere Fragen, legen wir hinein in das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Ich möchte Sie einladen, dazu aufzustehen und das Licht in die Hand zu nehmen. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich.
Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in die Ewigkeit. Amen. So bitten wir Gott um seinen Segen für uns, für die Menschen, die uns nahestehen, für die, mit denen wir uns schwer tun, für die Menschen in der Ferne, für alle, die heute und morgen Gottes Segen brauchen. So segne uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Wir singen zum Abschluss das Lied Nummer 36, sei gesegnet.